Ein eigenartiger Besuch, yes. Naja. Oh. Bin ich noch auf Megans Schiff? Seltsam. Ganz seltsam hier. Ernsthaft. Seltsam ohne Ende. Ja. Tür ist blockiert. Heimat deine Sterne. Was ist das hier? Eine andere tut sich auf. Ja, kann ich dir auch noch nicht sagen. Komm, wir werden es rausfinden. Alter, die ist. Wie sich etwas nähert. Beobachtet. Kopf größer als eine Grasnarbe, als ein Bordstein. Da merkt man hier und dann bin ich immer da und dann merke ich halt, die steht ja. Also die muss nur 1,10 Meter sein oder so weit. Oder ein laufender Meter. Kaiserin Emily Caldwin. Ich bin ein Freund deines Vaters aus schlechten alten Zeiten. Ich hätte nie gedacht, dich zu treffen. Ich sah den Tod deiner Mutter durch Intriganten, die nach deinem kleinen Reich gierten. Gerettet vom maskierten Mann. Ich dachte schon, das wär's mit der Aufregung. Jemand hat dein Leben zerstört. Du hast deinen Thron und deinen Vater verloren. Und Delilah wird beides nicht so leicht hergeben. Nein. Also, was bist du nun bereit zu tun, o kaiserliche Majestät? Und stellst du es schlau genug an, ohne ein Meer von Blut zu vergießen? Das habe ich Corvo vor 15 Jahren gefragt. Dieser Moment hat ihn verändert. Nun bist du dran. Ja, logisch, nehmen wir das Zeichen an. Also ohne, nö. Aber mit, geil. Es brennt. Tief in mir. Als stünde ich am Rande von etwas. Am Rande von alle was? Geschichten. Etwas? Sie sind wahr. Ja. Unglaublich. Erstaunlich, ja, finde ich auch. So werde ich Vater retten und meinen Thron zurückerobern. Ja, ich will's hoffen. Ja, ich will's hoffen. Ach, der arme Kerl. Ja. Ja. So, wart auf. Was ist das? Es fühlt sich vertraut an. Ja. Ich kenne dich. Erinnerst du dich? Es ist lange her und vieles geschehen. Aber auch dem Echo meiner selbst tut es gut, dass du hier bist. Mutter, du bist hier und doch nicht. In meiner Hand. Doch woanders. Nur ein Relikt meiner Essenz, die noch bei dir weilt. Wie sehr ich mich danach sehne, dich in meine Arme nehmen zu können. Doch höre mein Angebot. Geschenk und Fluch zugleich. Rufe mich zu deiner Hand. Und ich werde dich führen. Okay, ja, dann probieren wir das gleich mal aus. Hier steht kein Stern am Himmel. Es liegt kein Himmel. Wir sollten nicht hier sein. Niemand sollte das. Aha. In Tausenden von Jahren haben nur wenige in diesem Ort gesehen. Drei waren Herrscherinnen. Oh. Aha. Die ganze Gruppe. Jindosh, Ashward, Kronenmeuchler. Ist Delilah wirklich? Wie konnte sie? Ich versteh's nicht. Und Herzog Abele. Ja, und Delilah. An diesem Ort gibt es eine seltsame Kraft. Aha. Gut. Boah. Jemand ist so wie Delilah. Ich habe sie aus Blut und Dreck emporsteigen sehen, bis sie schließlich von den weisesten Gelehrten des Reiches stehlen konnte. Ehrgeiz und Überleben, Kunst und Magie, mit einer Raffinesse, die alle um sie zu Kriechern macht.
Das Ende hast du ja im Dunwall Tower selbst erlebt. Ja. Delilah spielt ein langes Spiel. Sie hat jede erdenkliche Qual erlitten und hat nun eine Krone. Aber ich verrate dir was. Sie hat etwas wesentlich Größeres im Blick. Hm. Naja, schauen wir mal, was sie Größeres im Blick hat. Ja, da bin ich mal gespannt. Absolut. Jetzt habe ich das nicht weggemacht. Ja, ich wollte das eigentlich wegmachen, aber wie gesagt, es klappt nicht immer. Hoffentlich zum größten Teil. Jo. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich mich im Unterricht gelangweilt und von Schwertkämpfen und der Seefahrt geträumt. Jetzt erkenne ich, dass die Welt noch seltsamer ist, als ich gedacht hätte. Alles Vertraute wurde auf den Kopf gedreht. Aber ich werde das schon durchstehen. Auf der juwelenbesetzten Karte im Dunwall Tower ist Karnaca der südlichste Hafen des Reichs. Ein dicker, roter Rubin. So habe ich es mir gemerkt. Von nahem riecht die Stadt nach dem Ozean und fremden Gewürzen. Von nahem ist sie ein Sumpf aus Blut und Ehrgeiz. Die Heimat meines Vaters. Megan Foster ist eine Fremde, aber aus einem unbestimmten Grund will ich ihr trotz ihrer zurückhaltenden Art vertrauen. Sie hat mir geholfen und ich brauche Antworten. Delilah und der Herzog stellen mich als Mörderin hin und lassen meine politischen Feinde vom Kronmeuchler töten. Sie haben mir alles genommen und ich hol's mir zurück. Auf jeden Fall holen wir uns zurück, da kannst du einen auflassen. Yeah, Baby, yeah, Baby. Na, was denn noch? Ah, jetzt ist er endlich wach geworden. So, dann gucken wir mal hier. Was haben wir denn hier? Wyman, inzwischen hast du sicher vom Staatsstreich in Dunwall gehört. Keine Sorge, ich bin in Sicherheit und verstecke mich weit weg bei Freunden. Ich flehe dich an, geh kein Risiko ein und kehre nach Gristle zurück. Bleib in Morley. Kehre nicht nach Gristle zurück. Bleib in Morley. Du kannst nichts gegen die Lila ausrichten. Ich habe zwar noch keinen festen Plan, aber du weißt, wie gut ich in verzweifelten Situationen improvisieren kann. Erinnerst du dich, wie ich mit ungerührter Miene den Bericht des Wachoffiziers angehört habe, während ich ohne Hose hinter meinem Schreibtisch saß? Wenn ich das überlebt habe, werde ich auch dies hier schaffen. Fürs Erste muss ich den Kopf unten halten und alleine handeln. Vertrau mir, wir werden uns wiedersehen, versprochen. Emily. Ja, Baby. So, jetzt sind das die Rückblicke. Sorry, die Rückblicke. Ja, und hier haben wir den Vater, wie er festgenommen wird. Achso, sorry. Ich lasse es durchlaufen. Ich werde es nicht vorlesen. Ja. Wie gesagt, drückt auf Stopp. Und wie gesagt, wenn ihr es lesen wollt, bitte tut es. Und ja. So, hier kommt das nächste. Entehrt, mein Vater und so verloren, Stein verwandelt. Was wir hier eigentlich erlebt haben im zweiten Teil. Ja. Und. Gut. Aua. Jeppa. Der Outsider. Ja. Das Herz mit der geliebten Stimme. Exorbitant. Ja. 2 Sekunden. Müssen einmal durchgehen. Ja, damit ich das löschen kann. Damit ich Neues wieder erkenne. Grünau. Oh, Baby, oh yeah, Baby. Oh, Moment, hier ist noch mehr. Ja, überlegt mal, wenn ich das alles vorlesen würde. Boah. Das. Oh, haha, sorry. Das wäre extrem, extrem lange. Ja. Und ich würde hinterher fusselige Lippen haben. Oh, Knochenartefakte. Lecker, was haben wir denn da drin? Ja, klar. Gut, dann warten wir, bis es aufleuchtet. Muss ja irgendwann kommen, dann, dass ich das benutzen kann. Ja. Oh, es ist kein Palast, oder? Oh nein, ihr hört's, ne? Sorry, Leute, aber ich muss mal entschließen, ja.
Ich habe gedacht, die wären fertig, aber nein. Es ist kein Palast, aber meine Münzen konnte ich nicht zusammenkratzen. Anton und ich mussten mit wenig Geld auskommen und das gilt nun auch für Sie. Wenn es nicht unter Ihrer Würde ist, sollten Sie alle Wertsachen einsammeln, die Sie finden. Wir brauchen Munition, Ressourcen, um die Drahtzieher des Staatsstreichs zu Fall zu bringen. In der ganzen Stadt sind Schwarzmarktläden versteckt. Suchen Sie nach einem Symbol, das zwei Hände darstellt. Es bedeutet, dass ein Laden in der Nähe ist. Die Zeichen werden Sie leiten. Natürlich ist es verboten, dort einzukaufen, aber Sie verbessern damit unsere Chance gegen die Truppen des Herzogs. Sokolov hat an dieser Armbrust gearbeitet, ein Geschenk für Sie. Wenn Sie sie modifizieren wollen, können die Läden auch dabei helfen. Megan, na sauber. Ich liebe sie. Ehrlich, ich liebe sie. Absolut, abgöttisch. Das ist meine Hauptwaffe, die ich... What, 600? Wow. 600, wie viel Kohle habe ich jetzt eigentlich schon? Na, geht immer noch nicht. Aber jetzt, gut. Knochenartefakte. Na, was haben wir? Duellantenglück. Geringe Chance. Nein, braucht man nicht, aber die. Wie viel Kohle habe ich eigentlich? Will ich eben wissen. Nee, ist nicht da. Wo ist denn? Wo habe ich denn? Ah, da. 1983. Wow. Nicht übel. Sondern alles reparieren, was an Antons Kabine bei seiner Entführung zu Bruch gegangen ist. Ist nur Woche her. Ist nur ein, sind nun Wochen her. Nein, streich das. Erst wenn ich ihn zurückgeholt habe, als Glaubensbeweis, dass er zurückkommt. Tür zum Lager freiräumen. Scheint was umgekippt zu sein und ich sollte das Zeug da drin mal verkaufen, um an Geld zu kommen. Hafen steuern und die andere Richtung schauen. Gebühr der verdammten Garde zahlen, bevor sie mehr über meinen Passagier wissen wollen, mache ich. Wenn ich das Geld habe. Naja, gut, da hat sie ja irgendwo recht. Wenn ich das... ja, gut, okay. Wir werden mal schauen. Warte mal. Give me a second. Ah ja, Adam Meyer Tinktur. Endlich meine erste, also in jetzt, in diesem Durchgang. Ja, könnt ihr lesen, das ist die Ladungsliste. Ja, ich lasse mal langsamer durchlaufen. Naja. Aber das kann man schon zügig lesen. Ja, das geht schon. Gut, da runter. Dann muss ich noch einen runter. Moment, bin ich hier richtig oder ist das, nee, das ist die andere Seite. Ja. Ich glaube, das ist die, ne? Nee, das ist sie nicht. Aber da hinten, ja. Hier werden wir uns, achso, ich muss mich ducken. Okay. Oh. Yeah, baby. Gut, irgendwas soll da... Ja, genau. Komm hoch, Lady Lavandita. Oh! Ist das denn Brandbolzen? Na, ist ja... Oh, herrlich. Was haben wir denn hier? Ah! Ja, Moment. Kann ich hier nicht... wieso geht das nicht? Also, geht doch. Hey, komm hoch. Oh, juhu! So, schnell hinschwimmen. Rune holen. Ja, das wird schon gehen. Oh, hoffe ich. Yes! Ab nach oben. Ja, ja, jetzt bleib mal locker, Lady. Können wir wohl noch schaffen. Du wirst doch wohl die Luft anhalten können, ne? Oder? Ja, ich muss mal gucken. Ja, Vaters Geburtsort. Na, ist doch nicht herrlich. So. Nein, um Gottes Willen. Nein, ja, doch. Ah, lass mal das.
Genau. Jetzt müssen wir runter. Aber ich will noch mal... nein. Ich will noch mal kurz in den Maschinenraum. Ja, ob da was ist. Yeah. Aha. Schließen wir ihn mal auf nett. So, hier ist nichts mehr, oder? Doch. Vielleicht hier hinten irgendwo noch da drin? Nein, auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, ab nach Megan. Dann können wir nämlich... Vermutlich noch in Dunwall. Mit Glück, Sie sind wach. Wenn Sie reden wollen. Nein. Erzähle ich, was ich weiß. Ja gut, okay. Aber erst dann. Vorher nicht. Hey, was haben wir denn hier? Nein, Leitung. Nee, ich lese nicht. Nein. Gut. Ja, ich lasse immer so ein paar Sekunden stehen, je nachdem. Was weiß ich, wenn es nicht allzu lang ist, dann lasse ich hier 3 Sekunden stehen, aber manchmal 5 oder was. Was macht das hier? Das ist Delilah. Ja. Anton hat es vor seiner Entführung gemalt. Sie kennen sich, aber viel mehr weiß ich nicht. Ja, irgendjemand verheimlichen. Basteln, malen oder das Leben genießen. Das ist Sokolov. Ja, und das ist ja nicht schlimm. Das kann uns ja helfen, aber wir haben ihn ja noch nicht irgendwie hier an Bord. Nee. Guck mal. Ich vermisse Anton Sokolovs Lektionen. Er erschuf zu Mutters Lebzeiten so viele schlaue Dinge. Okay. Aha. Aha. Tja. Liebste Emily, oder sollte ich sagen, eure kaiserliche Majestät? Es gibt etwas, das Sie und Corvo so bald wie möglich erfahren sollten. Es geht um die Morde überall im Reich, begangen vom sogenannten Kronenmeuchler. Als ich Gristle vor Jahren verließ, schwor ich, mich nie wieder mit politischen Dingen zu befassen. Ich hatte Schlechtes getan, aber auch Gutes, vor und nach der Seuche. Aber hier in Karnaca habe ich eine furchtbare Verschwörung gegen sie aufgedeckt. Hier, ganz unten im Reich, riechen die Kopfsteine nach Tod und Verderbnis. Ich bin mit einer Partnerin, Megan Foster, auf ihrem Schiff, der Dreadful Whale. Wir brechen am Morgen nach Dunwall auf, sobald die Zeiten es zulassen. Ich denke daran, wie die süße Jessamine ihnen und ihrem Vater entrissen wurde. Und nun könnten sie es ebenfalls mit so etwas zu tun bekommen. Ich weiß, Corvo würde sein Leben für ihren Schutz einsetzen, aber vertrauen Sie niemandem! Da sind Sie ja, alter Mann. Ich wurde gebeten, Sie zu besuchen. Halt! Was ist mit Ihnen? Megan! Gehen wir, Sokolov, an einen abgelegeneren Ort. Tja, dann hat sie ihn erwischt. Ja, aber er wurde nicht ermordet, das ist es ja. Ja, also ermordet wurde er nicht. So, was haben wir denn hier? Ach, die Blutfliegenplage und die Spezies. Okay. Ja. Okay, weiter los hier in der Nähe. Yeah, baby. Hier ist nichts mehr. Nein, nein. Hier auch nicht. Aber hier haben wir noch was. Wenn ich auf dem Landweg zum Eddermeyer-Institut will, muss ich offenbar durch die Bahnstation. Sokolov sieht so viel älter aus. Der Kronenmeuchler war also Abeles Werkzeug. Die Morde waren eiskalt kalkuliert. Mortimer Ramsay. Ohne eine Ratte in der Stadtwache wäre der Putsch nie gelungen.
Ich kenne Herzog Luca Abele nicht, aber Corvo sprach nur Gutes über seinen Vater Theodennis. Delilah, meine Tante, sollte es wahr sein. Sie hat einen stark verzerrten Blick auf die Welt. Na gut, manches haben sie erklärt. Doch was wollten sie und Sokolov hier? Der Alte liebt Kanaka. Aber er bekam Wind von einer Intrige um den Kronmeuchler. Er wollte Corvo warnen. Wir hörten von wachsendem Unfrieden. Korruption, Straßengewalt. Ich habe es kaum beachtet. Normalerweise kümmert sich die Obrigkeit um solche Dinge. Der neue Herzog ließ die Dinge schleifen. Aber Sokolov hielt ihn für den Kopf der Intrige. Er war schockiert. Und wenn Sie seine Geschichte kennen, dann wissen Sie, was das heißt. Wir wollten sofort nach Dunwall. Aber es ist was passiert. Der Kronenmeuchler. Ja, die Luke klappte auf und Sokolov schrie. Ich habe nur kurz etwas gesehen, das ihn übers Deck gezerrt hat. Ich bin ihnen nach, soweit es ging, zum Erdemeyer-Institut. Von der Alchemistin Hypatia. Vielleicht benutzt der Herzog einen Patienten, den Kronenmeuchler. Erdemeyer. Na gut, sehe ich mir an. Der Kronenmeuchler muss eliminiert werden und wenn die Alchemistin kooperiert, finde ich vielleicht etwas über Sokolov heraus. Mit viel Glück. Bei meinem Glück wäre Sokolov so gut wie tot. Wenn Sie im Institut fertig sind, erledigen Sie den Wachturm. Dann kann ich mit dem Beiboot kommen. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Gut. Was ist das? Lagerraum? Was soll ich denn hier im Lagerraum? Ach so, einfach nur öffnen. Ach, öffne die Kabinentür. Eine tolle Wurst. Ja. Ja gut, okay, aber gehört ja dazu, also. Ja, das sind dann mehr Points überkriegen. Schätze ich jetzt mal. Ja. Sonst war hier eigentlich nichts mehr. Nee. Normalerweise nicht. Trotzdem lasst mich mal hier eben schnell durchgucken. Oh, siehst du? Schon wieder ein Büchlein. Ja, Kapitel 16. Werden wir noch oft genug finden. Aber absolut. Ja. Exorbitant. Oh, ne, hier ist nichts mehr. Nein, hier ist gar nichts mehr. Nein. So, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, dann lass uns mal ja, neues Reiseprotokoll, Tagebuch lesen, okay. Hä? Haben wir doch schon. Sehr. Ist doch alles erledigt. Mal gucken. Oh, Moment. Nee, Institut? Nee, nee. Nein. Hier. Ab hier ist es neu. Ja. Exorbitant geil. Gut, Freunde. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder.